Liebe Freunde, willkommen zurück zu Midnight Club Los Angeles und dem South Central DLC. Letztes Mal sind wir hier diese Treffpunktrennen gefahren und da habe ich ja relativ schnell festgestellt, dass ich das irgendwie wiederholt hatte auf einmal. Ja, jetzt bin ich das tatsächlich mal offscreen selber nochmal für mich gefahren und danach diese Mission, die dann Sissy anfordert, sag ich mal. Jetzt komme ich wieder auf diese Mission mit dem Treffpunkt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob mein Savegame irgendwie beschädigt ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt erstmal pausieren. Ich hatte jetzt halt die Idee, dass ich jetzt wenigstens nochmal ein kleines Video hier mache und mal das hier mache. Hier, ich einmal versuche, Annie zu schlagen, dass wir da mal wenigstens irgendwie was weitermachen. Vielleicht hilft das ja auch, aber ich befürchte, das könnte dann hier das letzte Video erstmal sein oder dass wir das Let's Play erstmal beenden oder auch pausieren müssen, je nachdem. Da müssen wir mal gucken. Also das ist halt jetzt ein bisschen doof und ab einem gewissen Punkt macht das dann auch nur noch wenig Sinn. Ich muss auch gestehen, so geil das Game immer noch ist und obwohl es mir auch immer noch Spaß macht, hätte ich langsam Lust auf was Neues. Also so für YouTube. Also ich muss mal gucken. Das Thema habe ich ja schon häufiger angesprochen, dass ich vielleicht doch mal hergehe und sage, okay, weißt du was, ich mach mal vielleicht ein anderes Spiel jetzt weiter, fange ein anderes Game an oder mache erstmal nur Twitch-Highlight-Videos. Ist ja auch eine Variante, die man machen kann. Müssen wir erstmal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, wird das sonst hier erstmal das letzte Video, wenn sich da jetzt nicht zu viel tun sollte. Gerne könnt ihr natürlich was in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch eine Lösung für habt. Also ich weiß keine, Google sagt mir auch nicht wirklich was dazu, das heißt, das ist, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das Game auch schon durch. Die fährt mir sogar ziemlich weg. Alter. Okay. Mit einer Klappfahrphysik lässt grüßen. Ja, das war klar. Habe ich nicht gesehen. Na, Annie ist krass. Die ist nicht schlecht. Aber die hat auch einen Unfall gebaut. Ja, ich hätte heute eventuell fast gar nicht mehr aufnehmen können, weil auf einmal mein Windows irgendwie rumgespackt hat. Glücklicherweise habe ich tatsächlich, es hat eigentlich noch funktioniert. Es kam dann halt Windows starten und auf einmal ja C muss repariert werden. Also die C-Partition. Und dann habe ich halt bei mir eine Upgrade-Installation gemacht. Heißt jetzt Windows 10 momentan, also die Vorversion war jetzt 1909. Es gibt ja immer nach Jahreszahl und nach Monatszahl gibt es ja immer so Versionen, die immer wieder neu rauskommen. Und die aktuelle ist seit 2004, also für 2020 steht das und 04 für April. Da wurde die wahrscheinlich das erste Mal veröffentlicht und das ist dann im Nachhinein dann das Mai-Update. Und die habe ich dann einfach mal installiert und siehe da, alles ging wieder. Weil da gab es dann auch so ein paar beschädigte Windows-Dateien, das war dann nicht so cool. Und der Riesenvorteil dieser Upgrade-Installation, es wird halt alles übernommen und von einer Windows 10-Version zur nächsten ist es jetzt nicht so krass. Also der Riesenvorteil ist halt dabei, dass du im Endeffekt ein frisches Windows fast eigentlich wieder hast. Und habe ich nochmal Glück gehabt. Ich meine, ich hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, Windows 9 zu installieren. Die Daten wären jetzt nicht so schlimm gewesen, die habe ich auf einer separaten Festplatte. Aber es ist halt lästig, es kostet Zeit und ich habe es ja selber schon mal angesprochen. Zeit ist ein Gut, was ich nicht in Überhand habe, also was bei mir nicht so ein Überfluss da ist. Aber irgendwann wird es früher oder später sowieso mal wieder zu einer Neuinstallation kommen. Aber eher so im Urlaub oder so, da finde ich das besser.
Gut, was haben wir noch so Schönes? Also ich muss ja noch hier irgendwas machen. Das wird auch wahrscheinlich ein relativ kurzes Video, weil gleich fängt Formel 1 an, für mich zumindest. Und die letzten beiden Rennen habe ich nicht gesehen und da ist so viel passiert und ich will das diesmal nicht verpassen. Auch wenn das Rennen dann super langweilig wird, mir ist es egal. Ich gucke mir das heute an. Ja, Einsatzrennen habe ich auch eigentlich keine Lust. Steigt wieder ein Turnier, Hügelturnier. Ja, das will ich nicht. Die Rennen, die bin ich jetzt so satt. Ne? Ich bin jetzt schon so häufig gefahren. Gemeisterte Mission. Stimmt, daran könnte man das auch gucken, ne? Na, die wird da wahrscheinlich nicht aufgelistet sein, der Treffpunkt. Gewinne die Rennserie. Gewinne ein paar Einsatzrennen. Ja, das hatte ich noch alles geschafft und gemacht. Genau, und das war hier die Mission mit Dings. Die wird da auch nicht aufgelistet. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber das ist für mich ein Bug. Das ist echt schade, weil ich hätte das Game echt richtig gern nochmal durchgespielt, ey. Ja, schade, ey. Oh, auch guter Song. Gewinne das Turnier. Na, Downtown ist jetzt ein bisschen weit weg, ne? Ja, das ist ein bisschen sehr weit weg. Dann kann ich ja eher das Strandturnier fahren. Dann fahren wir noch das Strandturnier und dann wird das heute ein sehr kompaktes Video. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich großartig sonst noch dazu beitragen soll. Ja, dann würde ich sagen, dann pausieren wir das ansonsten erstmal. Muss erstmal wirklich eine Pause passieren und ja. Wenn ihr dann auf jeden Fall noch mehr Content von mir haben wollt. Oh oh. Oh, keine Polizeiverfolgung. Alter, der Cop ist aber wirklich genau bei der Punkt, bei dem Punkt, ey. Da kann man auch durchfahren. So, geht doch. Ne, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr von mir sehen wollt, ja, auf Twitch könnt ihr mich auch auf jeden Fall antreffen. Link in der Beschreibung. Und ja, eventuell würde ich das Game dann so oder so vielleicht auch mal streamen. Dass wir mal da die ganzen Sachen einsammeln und ja, dann schauen wir mal. Also hier diese Pickups, diese Collectibles halt. Ich merke immer wieder, die rechte Route ist besser. Ich muss es immer wieder auf die harte Tour lernen. Gerade ein bisschen schwierig. Geh weg. Fährt er leider sehr gut
2. Okay, ich bin Erster. Pff. Okay, EMP ist voll. Oh, kein Nitro mehr. Null. Egal. Boah, haben wir das noch gewonnen. Also welche Idee ich tatsächlich noch für die South Central Dingens wissen würde oder kennen würde, dass man das nochmal fährt, diese drei Rennen, dass ich dann in die Werkstatt gehe, vielleicht am besten sogar das Game dann direkt neu starte und dann die andere Mission mache. Vielleicht löst das ja irgendwie das Ganze dann auf. Aber ich glaube, mein Safe Game ist einfach nicht mehr ganz in Ordnung. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Alter, was war das denn jetzt? Naja, mir soll es egal sein. Wir fahren das jetzt einfach noch. Es ist halt ein bisschen doof, dass das jetzt so enden muss. Ich wüsste jetzt wirklich sonst auch keine andere Lösung mehr. Außer, dass ich das Game oder das Safe Game tatsächlich zwischendurch nochmal richtig kaputt mache. Und und dann für mich das Game so ein Stückchen weit spiele. Und dann nochmal South Central so richtig mit der Zwischensequenz und alles mache. Weil diese Anfangssequenz, ich meine, die fehlt nämlich noch. Die hätte ich mir gerne auch noch angeguckt. Ja, logischerweise auch, weil ich halt heute ja, PC-Probleme sozusagen hatte und weil ich erstmal noch hier das Ganze nochmal nachspielen musste, also jetzt nochmal diese Rennen gefahren bin, kommt das Video logischerweise später online. Im schlimmsten Fall sogar erst Montag, aber da gucke ich mal, wie weit ich dann da komme. Na, zu spät. Rennen haben wir schon lange verloren. Aber es geht ja nach Punkten und deswegen schauen wir mal, ob wir da nicht vielleicht doch irgendwie noch mal mit dem zweiten Platz was kriegen, wenn ich jetzt hier nicht weiterhin irgendwelche Autos abräume. Okay. Ich kann nicht rückwärts fahren. Alter, was ist das denn für ein Bug gewesen? Das Schlimme ist halt auch, in der Klappe, es hat da so eine verflucht lange Story. Beziehungsweise, naja. Also so schnell will ich das nicht nochmal neu durchzocken, also. Ach du Scheiße, okay, Lester darf nicht gewinnen. Das Problem ist, der fährt ja glaube ich auf einem Bike und dadurch ist er so schnell. Ich hätte ja nicht auch noch so Ideen für andere Let's Plays, also man könnte da schon so einiges machen. Okay.
War jetzt nicht gut. LOL! Ach scheiße, ich wollte mich respawnen. Das geht ja in dem Game nicht. Er fährt trotzdem schneller als ich, obwohl er schon durch das EMP geblockt wird. Der darf nicht gewinnen, ey. Der darf einfach nicht gewinnen. Okay, er hat einen Unfall gebaut. Easy. Ja, das sieht doch gut aus. Das war knapp. Yeah. Tja. Wow, was für Tipps, Carol. Ja, ist halt echt schade, dass das irgendwie am Rumbacken ist. Keine Ahnung. Ich würde das halt echt gerne noch irgendwie in den Griff kriegen. Oder schaffe ich das jetzt? Oder soll ich das nochmal zum Abschluss jetzt einfach nochmal fahren? Naja, das wäre jetzt zu langweilig, das jetzt nochmal zu zeigen. Ja, ich würde fast sagen, mehr können wir eigentlich erstmal nicht machen. Ich merke auch immer nur, dass es mit dieser Mission immer weitergeht. Und, ja, mehr kannst du da erstmal nicht machen. Ist halt echt schade. Also ich hätte da gern noch ein bisschen laut. Lass mal kaputt fahren. Aber wir nutzen jetzt einfach Trick 18. Gehen direkt in die Werkstatt. Gut, Leute. Ein etwas verkürztes Video und auch ein, ja, ein ziemlich vorzeitiger Abschluss. Ich wünschte, es wäre jetzt anders gelaufen. Ich guck mal, was ich mir da so noch für Lösungen überlege. Ansonsten, ja, werde ich das Game wahrscheinlich jetzt an dem Punkt erstmal auf Twitch weiter streamen. Werde da aber jetzt nicht unbedingt Rennen oder sowas fahren, weil bringt halt nichts. Also ich werde wahrscheinlich im Let's Play wahrscheinlich auch nochmal, im Let's Play sage ich schon, im Stream werde ich dann wahrscheinlich gucken, dass ich das dann auch irgendwie nochmal, ja, nochmal versuche. Mit dem Event und ja, hauptsächlich dann die Collectibles und sowas einsammeln und mal gucken, ob ich dann irgendwie an den Audi rankomme. Jetzt extra ein neues Safe Game machen, das wäre halt schon echt super nervig und ganz ehrlich, da sehe ich mich frühestens, das Game sehe ich mich frühestens in einem Jahr nochmal wieder neu durchspielen. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich sag mal so, mit einer Klappe ist nicht das einzige Game und wir haben auf jeden Fall einiges gesehen. Ich bin froh, dass wir das Hauptgame immerhin durchbekommen haben. Und ja, wir haben schon das Game, haben echt viel gespielt. Also wenn ich überlege, ich glaube, ich habe das Let's Play bestimmt vor bald einem Jahr angefangen. Also wir haben das Game jetzt bald ein Jahr lang gespielt. Also das ist schon echt krass. Das ist schon ordentlich. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal. Ja, an der Stelle ansonsten werde ich mich dann hier so langsam verabschieden. Ich, ja, wünsche euch noch schönen Tag, schönen... Ja, Abend, je nachdem. Ja, wahrscheinlich eher Abend, wenn es abends online kommt. Nacht, für alle, die nachtaktiv sind. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich überlege mir noch was in Sachen Let's Plays, wie ich das vielleicht auch noch weitermache. Soll ja dafür von meiner Seite aus gestehen, dass das natürlich auch schon ein bisschen Zeit kostet. Klar, Streams kosten auch Zeit, aber da musst du nicht so viel vorbereiten in Sachen Rendern und Thumbnail. Und ja, es ist halt alles nochmal ein bisschen auch nochmal aufwendig, aber...
gut, muss man so und so sehen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und auch fürs Dabeisein hier im Let's Play. Wie gesagt, den Rest müssen wir einfach mal gucken. Ich überlege mir da auf jeden Fall was. Und ja, Leute, ansonsten verabschiede ich mich hier an der Stelle und macht es gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.